Neben mir hat jetzt Stefan Seider, Professor der TU Wien, Platz genommen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Die Welt der Algorithmen, die hat unsere Gesellschaft immer mehr im Griff und die TU hatte sich in Form einer Fachkonferenz vergangene Woche zur Aufgabe gemacht, die Chancen und Probleme der Algorithmusforschung aufzuzeigen. Und jetzt ist er hier bei mir und erklärt, was es mit der Welt der Daten und den Algorithmen auf sich hat. Stefan Seider, hallo und vielen Dank fürs Kommen. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ja, ich sage mal, spätestens seit dem Web 2.0 geht es nicht mehr um Programme und ums Programmieren, sondern um die Algorithmen. Was genau, kann man das kurz beschreiben, was ein Algorithmus jetzt tatsächlich ist? Ja, ein Algorithmus ist einfach gesagt eine Folge von Anweisungen, die Schritt für Schritt ausgeführt werden. Also so gesehen ist der Unterschied zum Computerprogramm eigentlich nicht wirklich vorhanden. Aber ein Algorithmus ist auch etwas, was man zum Beispiel schon in der Volksschule lernt. Wenn man lernt, zwei Zahlen mit Papier und Bleistift zu multiplizieren, da geht man auch Schritt für Schritt nach einem Algorithmus vor. Aber natürlich sind die Algorithmen, wenn sie in Form von Computerprogrammen implementiert sind, besonders interessant, weil man dort sehr komplexe und schwierige Aufgaben mit den Algorithmen lösen kann. Und die Algorithmen lassen es zu, Dinge zu automatisieren. Also man braucht natürlich den Algorithmus nur einmal spezifizieren und dann kann man ihn beliebig oft von selber weiter. Genau, beliebig oft ablaufen lassen. Hinter den Algorithmen stehen jedenfalls die Daten, die dann analysiert werden und die dann eben gestaffelt und gesondert sortiert werden und die dann diese Berechnungen eben ausführen, wenn man das so banal sagen kann, so ungefähr. Wo kommen denn all diese Daten eigentlich her? Nun, ein Algorithmus kann mit Daten arbeiten, vor allem jetzt in den letzten Jahren sind die sogenannten Algorithmen, die auf maschinellem Lernen beruhen, sehr wichtig geworden und da wird tatsächlich der Algorithmus zuerst mit Daten gefüttert und der Algorithmus analysiert die Daten und aufgrund dieser Analyse stellt er dann gewisse Parameter ein, die, wenn dann wieder eine Aufgabe kommt, wird dann aufgrund dieser Parametereinstellung sozusagen entschieden. Und die Daten, die der Algorithmus bekommt, die sind natürlich entscheidend darüber, welche Resultate er liefert. Und dann lässt sozusagen der Programmierer durchaus ein bisschen die Kontrolle weg, weil über die Daten hat der Programmierer sozusagen nicht volle Kontrolle. Und da muss man eben auch sehr aufpassen, weil die Daten sind auch oft, können zum Beispiel Vorurteile widerspiegeln. Und wenn man dann einfach den Algorithmus diesen Daten folgen lässt, so können sich dann diese Vorteile dann durchaus in den Berechnungen des Algorithmus dann auch einlisten. Die verfälschen sich dann hinein und die verzerren natürlich dann den Output. Wenn man das jetzt so ganz banal macht, ein Datensatz wäre zum Beispiel ein Like auf Facebook. Das wäre etwas, womit man schon was machen kann. Das ist ein ganz banales Beispiel. Was kommt denn da noch alles dazu? Und wie führt das dann eben zu dem Output? Nun, ein Like von Facebook ist vielleicht ein Bit, ja, das ist also vielleicht etwas zu wenig. Kleine. Aber diese Algorithmen, die funktionieren auch deshalb so gut, weil Millionen von Benutzern ihre Daten sozusagen den Algorithmen über soziale Medien zur Verfügung stellen, bewusst oder unbewusst. Mhm. Und da können natürlich die Algorithmen sehr gute statistische Modelle finden, wo sie dann aufgrund ihres Profils gut vorhersehen können, was könnte Ihnen gefallen, welche Werbung wäre besonders für Sie interessant zu schalten oder welche Nachrichten wären für Sie besonders interessant oder würden Sie dann Ihre Zustimmung finden. Das ist dann ganz persönlich zugeschnitten. Bevor wir zu dem noch kommen, noch eine kurze Frage dazu. Die sozialen Medien sind natürlich so ein großer Pool für Datensammlungen, aber gibt es nicht noch viel mehr Bereiche, in denen wir unsere Daten hergeben? Ich sage mal, es gibt an jeder Ecke eine Kamera. Mittlerweile sind das alles Datensätze, die da auch hineinführen. Und wie weit führt das eigentlich? Ja, natürlich. Daten in der Digitalisierung, die ganzen Kameras, die ganzen Handyaufnahmen, die Positionen. Wir tragen ja ständig einen Spion mit uns herum, der ständig sozusagen unseren Ort meldet. Also wir stellen wirklich sehr viele Daten zur Verfügung und ich würde sagen, so sehr es auch natürlich Überwachungskameras gibt, jedes Individuum stellt heute eigentlich freiwillig so viele Daten zur Verfügung, mehr als vielleicht ihm wirklich lieb ist. Jetzt haben Sie diese Internetwerbung schon genannt, die dann so zugeschnitten ist, die wird oft so als böse bezeichnet. Kann man, was gibt es jetzt eigentlich für Möglichkeiten? Also es gibt es böse und gute Algorithmen? Ja,
Ein Algorithmus selber ist natürlich weder gut noch böse, weil er nur das ausführt, was man ihm sagt. Aber es ist natürlich auch sehr wichtig, dass man den Algorithmus so programmiert und solche Daten füttert, dass man auch die Verantwortung für das Resultat des Algorithmus übernehmen kann. Mhm. Wenn jetzt eine Internetwerbung einen nervt, das vielleicht nicht böse, das vielleicht ärgert einen, aber das ist so nichts Schlimmes. Aber es können natürlich auch schlimmere Sachen passieren, wenn zum Beispiel Algorithmen eingesetzt werden, um bei Jobbewerbungen eine Vorauswahl zu treffen. Dann kann es durchaus über Schicksale entscheiden, ob der Algorithmus einen ausgewählt hat oder nicht. Mhm. Und hier muss wirklich sichergestellt werden, dass der den Algorithmus einsetzt, auch die Verantwortung beibehält. Ja, natürlich. Das klingt gut, aber die Frage ist, wer das überprüft und wie man das überprüfen kann. Sie haben zu diesem Thema diese große Fachkonferenz abgehalten. Woran wird denn jetzt im Augenblick geforscht? Ja, also diese Fachkonferenz hat sich hauptsächlich über die, wenn ich das sagen kann, die helle Seite der Algorithmen gewidmet. Wir haben jetzt relativ viel über die dunkle Seite. Das Wort Algorithmus ist auch so ein bisschen ein Modewort geworden. Es ist etwas abstrakter. Vor ein paar Jahren hätte man noch einfach Computerprogramme gesagt. Und das weckt natürlich Unbehagen, weil man nicht genau weiß, was das ist. Mhm. Aber eben diese helle Seite der Algorithmen, da geht es darum, zum Beispiel Prozesse, Routenplanungen zu optimieren, damit kann man Ressourcen sparen, damit kann man die Umwelt schonen, dass man zum Beispiel mit Algorithmen medizinische Diagnose verbessern kann. Also Algorithmen umgeben uns ja permanent. Überall. Also ja. Wir tragen natürlich das Smartphone mit Hunderten von Algorithmen mit uns herum. Im Auto gibt es viele Algorithmen. Algorithmen sorgen dafür, dass das Supermarktregal gefüllt ist. Algorithmen regeln die Heizung. Medizinische Diagnose, aber auch wirklich wichtige Sachen. Mhm. Diagnose, Computerfehler, dass ein Computer nicht abstürzt, da können auch Algorithmen diese Fehler in Computern finden und in Chips finden. Also es gibt sehr viele Anwendungen von Algorithmen, die wirklich unser heutiges Leben eigentlich sehr beeinflussen, aber auch in sehr positiver Weise beeinflussen. Und der Fortschritt in der Algorithmenforschung trägt maßgeblich zum technologischen Fortschritt bei. Und die Konferenz hat sich hauptsächlich diesen Dingen gewidmet. Genau, die ja wirklich uns die ganze Zeit umgeben. Eine Frage drängt sich mir trotzdem auf. Die Algorithmen werden weiterentwickelt, die sollen schneller werden. Da stellt sich irgendwann die Frage, können Algorithmen irgendwann einmal sich selbst weiterentwickeln, so wie man das vielleicht aus Filmen der Science Fiction kennt, aber wir stehen an einem Punkt, wo zum Beispiel die Quantencomputer noch dazukommen. Mhm. Weiß man überhaupt, wo sich das hin entwickelt? Ja, also die Zukunft kann man natürlich nicht vorhersehen, aber ich würde jetzt diese Befürchtungen, die jetzt auch von namhaften Wissenschaftlern teilweise ausgesprochen wurden, dass uns sehr bald die Algorithmen sozusagen beherrschen werden, also diese Ansicht teile ich nicht. Ich glaube, da sind wir einfach noch zu weit davon entfernt. Die Algorithmen sind noch immer zu dumm. Sie haben gewisse Fähigkeiten, viele Detailfragen in kurzer Zeit gleichzeitig einzubeziehen und logische Schlüsse zu ziehen. Aber was sie nicht so gut können, ist es wirklich tatsächliches Verstehen, kreatives Denken, Wirkungen von Dingen abzuschätzen, also da sind, oder Bewusstsein zu entwickeln, also ich glaube, da das ist wirklich noch im Bereich der Science Fiction. Wenn Sie allerdings von noch sprechen, dann schließen Sie es nicht aus, dass es mal soweit sein könnte? Ja, ich kann es nicht, aber es wird noch viele, viele Jahre dauern und ich glaube, Sorgen sollte man sich nicht darum machen, sondern Sorgen sollte man sich heute eher darum machen, wie eben diese Algorithmen eingesetzt werden und wer sie einsetzt. Genau. Und da ein bisschen die Kontrolle drüber haben. Ich sage vielen Dank fürs Kommen und ich hoffe, die helle Seite der Algorithmen ist nicht zu kurz gekommen. Danke. Danke für die Einladung.